Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im Namen der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft und der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Darf ich Sie heute hier aus der Wirtschaftskammer Linz sehr herzlich willkommen heißen. Ich bedanke mich bei all jenen ganz besonders, die heute zum zweiten Mal bei dieser Veranstaltung mit dabei sind. Leider gab es beim ersten Mal technische Probleme seitens unseres Partners, aber ich freue mich ganz besonders, dass viele von Ihnen gesagt haben, ja, wir sind heute wieder dabei. Wir wollen gemeinsam mit uns heute in die Zukunft blicken, weil wir haben heute einen Zukunftsexperten, einen ganz besonderen Trendforscher bei uns zu Gast. Nils Müller wird mit uns in die Welt von Augmented Reality und Artificial Intelligence eintauchen. Welche Auswirkungen werden diese Trends auf uns alle haben, auf die Pädagogik und auf die Berufswelt? Darauf freue ich mich ganz besonders. Doch zu Beginn freue ich mich jetzt bei uns, die Gastgeberin der heutigen Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Ich freue mich jetzt auf Magister Angelika Seri-Froschauer. Herzlich willkommen. Ein herzliches Willkommen und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder alle so zahlreich hinter Ihren Bildschirmen zu uns gekommen sind. Ja, dieses Format ist für uns ein ganz ein wesentliches, denn wir behandeln Themen, die das System Wirtschaft und das System Schule gemeinsam betreffen. Und was gibt es Spannenderes, als gemeinsam in die Zukunft hineinzuschauen? Wir haben ja gesehen, die letzten Monate waren unglaublich bewegend, unglaublich dynamisch zum einen, aber auch zum einen ein Stillstand. Wir haben gelernt, wie wir ganz schnell unsere Systeme auf neue Rahmenbedingungen, auf neue Umgebungen umstellen. Und wir haben auch gelernt, viel, viel Gutes aus dieser Zeit in unsere Systeme mitzunehmen. Was uns in unseren Geschäftsmodellen in der Wirtschaft wie auch in der Schule intensiv beschäftigt, ist eben, wie schaut der makroökonomische Blick, der große Blick in die Zukunft aus? Und wie können wir zeitgerecht unsere Systeme auf die richtigen Gleise neu einjustieren? Wir freuen uns ganz besonders mit Ihnen jetzt auf die nächsten hochspannenden und inspirativen Minuten. Danke. Frau Präsidentin, herzlichen Dank. Dankeschön. Er ist einer der erfahrensten und vielseitigsten Inspirationsredner der gesamten Zukunftsbranche mit weit mehr als 700 bereits gehaltenen Vorträgen und auf internationalen Bühnen. Zusätzlich ist er CEO des von ihm 2002 gegründeten Unternehmens Trend One. Meine sehr geehrten Damen und Herren, freuen Sie sich jetzt auf den Zukunftsexperten und Trendforscher. Bühne frei für Nils Müller. Good afternoon, ladies and gentlemen, und herzlich willkommen zur VWG Oberösterreich Zukunftsreise. Ich freue mich riesig, heute mit Ihnen hier zu sein. Mein Name ist Nils Müller von Trend One und ich begleite Sie heute auf die Reise in das Jahr 2030. Ich freue mich sehr, mit Ihnen hier in Österreich zu sein. Ehrlich gesagt vermisse ich Österreich. Immerhin bin ich mal wieder virtuell bei Ihnen, aber die ganzen schönen Städte in Österreich. Ich liebe es so. Ich bin sonst so regelmäßig dort. Und ja, heute virtuell, aber hoffentlich bald sehen wir uns wieder in the real, wonderful Österreich. Wie gesagt, wie versprochen, wir machen heute
eine Zeitreise in das Jahr 2030. Reisen wir gemeinsam. Zukunftsreisen geht übrigens ganz einfach. Sie sitzen ja noch gemütlich so vor Ihrem Laptop, Keyboard, wahrscheinlich ein Kaffee dort, rechts ein paar Kekse, links. Zukunftsreisen muss man erstmal aufstehen. Also ich möchte Sie bitten, dass Sie alle einmal aufstehen. Wir können es sehen. Please everybody stand up. Stehen Sie alle auf. Genau, das ist so der Bewegungsmodus, um in die Zukunft zu reisen. Und jetzt nehmen Sie zwei Finger nach oben, two fingers up. Genau. Und um Zeit zu reisen in die Zukunft, müssen Sie einfach diese zwei Finger vor Ihre Augen machen. Schließen Sie Ihre Augen und starten Sie Ihren Traum. Wie sieht Ihre Welt aus in 2030? Wie sieht Education aus? Wie sehen die User dort aus? Was wollen die Lernenden? Was für Medien und Technologien haben sie zur Verfügung? Wie ist auch das Geschäft von Bildung in 2030? Bitte schließen Sie jetzt alle Ihre Augen und starten Sie Ihren Traum. Wir haben es geschafft. Jetzt können Sie sich wieder setzen, wieder gemütlich machen. Sehr, sehr gut gemacht. Sie haben es geschafft. Wir sind 2030 angekommen. Good afternoon, VWG. Es ist so 15.20 Uhr. Etwas, paar Minuten Zeitverschiebung. Und Sie sehen, wir wachen auf. Roboter übernehmen Großteil der Arbeit in Farming, in der Küche. Oberflächen sind touch-enabled. Wir haben gar keine Laptops mehr mit Tastaturen, sondern jede Oberfläche wird zum interaktiven Screen und alles ist touch-enabled, Sprachcomputer. Jetzt haben wir uns fürs erste Meeting verabredet heute und müssen ein bisschen eilig in die Stadt. Das heißt, wir machen uns auf den Weg in die Stadt mit unserem Aero-Taxi, schauen runter, sehen, alles ist vernetzt, alles ist connected, autonomes Fahren ist selbstverständlich. Wir können uns wieder während der Fahrt um unsere Kinder kümmern, ein bisschen mit denen spielen. Und auch unser Arbeitsplatz, gar keine Tastaturen und Mäuse mehr. Alles ist Multi-Touch, Multi-User, Multi-Location-enabled. KI in der Cloud, also künstliche Intelligenz in der Datencloud von überall zugänglich. Aus jeder Fabrikanlage kann man die intelligenten Dienste abrufen. Jedes Device wird intelligent durch KI aus der Wolke. Mobilität ist total schnell und nachhaltig durch diese Hyperloop-Mobility. 1000 km/h, natürlich alles nachhaltig. Sie haben gesehen, Green Energy, Wasserstoff, Solar, PV und die Gesundheitsindustrie, meine Damen und Herren, ist neben der Bildung wahrscheinlich eins der wichtigsten Industrien für die Zukunft, weil wir einfach permanent gesünder leben, länger leben, fitter leben. Die KI-Doktor ist quasi in uns, Sensoren, Vitalsensoren in unserem Körper, messen die ganze Zeit unsere Blutwerte, erkennen dort Abweichungen. Entertainment, meine Damen und Herren, ist total holographisch, dreidimensional, immersiv und viele Träume, die unsere Kids 2021 noch geträumt haben, sind in 2030 längst Realität. Ja, wir schauen mal rein in so ein paar große Schlüsseltrends, Makrotrends, nennen wir die Broader Artificial Intelligence, ist so das erste Thema, was wir hier sehen, so breitere KI. Also das heißt, dass die KI nicht mehr so wie eine Amazon Alexa nur eine Aufgabe kann, sondern wie wir Menschen eigentlich auch viele verschiedene Aufgaben. User Profiling, wir kennen von jedem User das genaue Profil, seinen Lernpfad, wo steht er, was brauchen wir noch. Asynchronous Trainings, das heißt, wir können zeitversetzt, jeder kann dann die Module abrufen, die für ihn individuell auf der individuellen Learning Journey das Richtige sind. Wir sehen da ganz oben Massive Open Online Courses. Also wir können riesige Online-Universitäten zur Verfügung stellen, wo Studenten aus der ganzen Welt an den besten Online-Unis studieren. Das heißt, ich kann ein Kind in Afrika sein mit einem Device vielleicht für $10 Virtual Reality und studiere in Oxford, Cambridge oder Stanford. Augmented Human ist genau dieses Thema. Ich setze meine Brille auf. Ich habe hier mal eine mitgebracht, so eine Augmented Reality Brille. Die sehen natürlich in 2030 auch nochmal viel ergonomischer aus. Und dann setze ich die auf und habe alle Daten um mich rum, bin mit meinem Lehrer und den anderen Schülern im gemeinsamen Lernraum. Virtual Reality, genau das Thema auch. Habe ich hier die andere Brille. Die ist dann komplett geschlossen und ich bin dann wirklich in der kompletten totalen Immersion und kann Lernräume, massive Online-Courses besuchen. Remote Everything, das haben wir in 2020 gelernt. Pandemie bedeutet
Remotisierung, Virtualisierung, wir können alles von überall aus machen. Digital Education, natürlich ein Riesentreiber. Gamification, muss auch Spaß machen, das Upskilling. AI Coworking, AI ist ja Artificial Intelligence, wird quasi zum Coworker. Ich habe hier mal einen mitgebracht, so ein kleiner Lernroboter, der begleitet uns auf unserer individuellen Lernjourney oder begleitet die Kids. Also wichtig ist, dass Sie bei diesen Trends nicht die einzelnen Trends anschauen, wie jetzt Digital Education, sondern immer die Overlaps, ne? Also diese Digital Education und Virtual Reality. Was passiert an diesen Schnittstellen? Zum Beispiel Remote Everything, die Kinder können jederzeit von überall aus arbeiten, und Augmented Human, die haben die Brille auf. Yesterday at school, we were on a class trip, but this was not a normal trip with buses. This was something very different. The very first expedition we went on was to the Burj Khalifa. Go ahead and grab two hands and set die Brille auf. Wie gesagt, für ein paar Dollar, und dann sehen die den Burj Khalifa. Mein Kind hat das am Wochenende das erste Mal gesehen mit Google Street View auf dieser Brille. Es ist unglaublich. Gibt es eine App, die heißt Wandern. Und dann wandert man egal irgendwohin auf dem Planeten und kann alles in 3D sehen, kann sich komplett umschauen. Stellen Sie sich vor, Google Street View in 3D. Und das ist dann echt so das Erdkunde der Zukunft. Und Geschichte kann ich dann in die Vergangenheit reisen. Ich sage einfach so, Mittelalter, wie war es in Spanien? Ja? Oder die Eroberung, die Erkundung Amerikas. Also wir können uns alles dieses Jahr eingeben und den Ort und können dann dahin reisen, wenn dieser Content produziert ist. Aber natürlich wird dieser Content produziert, weil es gibt ja auf der Welt wie uns Millionen von Content-Producern, und das wird alles zusammengeführt. Wie auf Google Street View ist ja auch quasi einmal das Auto rumgefahren, aber jeder User hat ja noch seine eigenen Fotos hochgeladen, und dadurch ist diese Immersion heute so perfekt, dass ich an jeden Ort der Welt gehen kann. Ja, wie gesagt, die Overlaps, Digital Education und Virtual Reality, hier ein Unternehmen aus den USA, und die machen Learning in VR für VR. Starting this fall, I'll be teaching a VR masterclass in VR. Oh my God. By using social VR classrooms, we've taken the best from in-person and online learning. So you can get the feeling of learning. Das heißt, wenn Sie sich fragen, ja, wie lerne ich das denn mit diesem Virtual Reality? Ich bin doch gar nicht drin in dem Thema. Dann können Sie eine VR Bachelor oder Masterclass machen und dann direkt in dieses Thema eintauchen und es mit erfahrenen Profis gemeinsam zu lernen. Das kann natürlich auch für Upskilling genutzt werden. Das heißt, wir haben vielleicht Menschen, die momentan in der Arbeitslosigkeit sind oder von einem Job in der Transition zum nächsten. Und das hier ist Upskilling, Transfer VR, eine Plattform, die Menschen hilft, auf spielerische Art und Weise das nächste Berufsniveau, das nächste Level zu erreichen. And authentic training simulations that build trainees' skills while addressing common misconceptions. Channel locks are always used as pliers, not as a wrench. A virtual coach guides trainees through a 10 to 15 minute supervised tutorial. Some tools require regular calibration, where they interact with. Und diese augmentierte Wartung ist ja nicht nur im Training wichtig, sondern auch nachher in der effektiven Operations, weil wenn eine Maschine, ich sag mal, in Südamerika ausfällt und ich jetzt keinen Menschen dahin fahren kann, dann kann ich natürlich jemanden anleiten, der dort vor Ort ist, die Brille aufhat und direkt an der Maschine sitzt und sieht, was er zu tun hat. Das heißt, da fließt dann in Zukunft real und virtuell zusammen. Das ist ja die Augmented Reality, die Brille, wo ich dann sogar durchgucken kann, weil das hier quasi ein Glas ist, was die Welt mit Zusatzinformationen versieht. Wie versprochen, heute 5 große Trends habe ich rausgepickt für Sie. Und der erste haben wir schon adressiert, Remote Everything. Ich habe da hingeschrieben, all our lives are becoming more and more remote. Also alle unsere Lebensbereiche, egal ob Sport, Bildung, Festival, Arbeit, Workshop, Event, alles ist seit 2020 aller spätestens remote. Das heißt, sogar die Fitnessstudios sind remote geworden. Und das schauen wir uns mal an. Wir können also von überall aus, zu Hause, einfach den Kopfhörer rein. Der Trainer ist in unserem Ohr, kriegt über die Sensoren mit, wie wir uns bewegen, oder die Brille auf, und wir kriegen die Sachen eingeblendet. Als Spiel zum Beispiel, haben Sie sicherlich schon gesehen. Das macht Spaß. Remote Fitness. Und das nächste große Thema natürlich Remote Meetings. Also wenn Sie im Unternehmen oder mit Ihren ganzen Kameraden, Kollegen zusammensitzen wollen, aber über verschiedene Standorte, können Sie sich natürlich remote einloggen über die Brille, über Tablets
über VR-enabled Classrooms, über Multitouch-Räume, in denen sie sind, oder einfach Smartboards, wo sie einfach mitten dabei sind. Oder wie gesagt, sie setzen sich die Brille auf. Das ist jetzt die Magic Leap-Brille, können sich gerne mal von uns ausleihen. Und dann, zack, haben sie die Daten mitten im Raum, laden die Kollegen aus Singapur, aus New York, aus Frankfurt oder aus Graz, Linz, Salzburg und Wien und Innsbruck zusammen ein. Sie müssen also nicht jeder irgendwie eine Stunde Auto fahren oder vier und sind in einem virtuellen Raum gemeinsam. Und das Beste ist, sie sehen die Objekte vor sich, über die sie gerade sprechen. Sie können also gemeinsam Inhalte bearbeiten. Remote Collaboration und Remote Education und Remote Festivals. Alles wird remote. Wir sehen hier ein wunderbares Festival in 3D. In Fortnite, haben Sie sicherlich schon von gehört. Von Marshmallow. Ja, das war auch im Lockdown. Man sich denkt, schade, keine Konzerte mehr, aber kein Problem. Einfach Brille auf oder vorm Rechner und schwupps bin ich in Fortnite und kann remote an diesem Festival teilnehmen. Übrigens, hier 48 Millionen YouTube-Aufrufe, aber 12 Millionen gleichzeitige Live-User auf diesem Festival von der ganzen Welt. Und jetzt überlegen Sie sich mal, das erste Anfang, aber wie groß müsste dieses Stadion sein, um 12 Millionen Menschen zu fassen? Das ist größer als New York City. Alle Einwohner sind auf ein Konzert. Und das ist erst der Anfang. Und in Zukunft haben wir das alles in VR, 3D. Das wird so immersiv und eine gigantische Entwicklung der Digitalisierung aller Lebensbereiche mit sich bringen. Beispiel Gesundheitsindustrie. Warum muss ich zum Arzt gehen, wenn ich den Arzt mit der Brille holographisch in mein Wohnzimmer beamen kann? Ich muss also gar nicht mehr losgehen, sondern kann direkt remote, weil 99% aller Anwendungsfälle habe ich den Doktor in meinem Wohnzimmer und das reicht wunderbar. Also da muss ich ja nicht zum Arzt gehen, natürlich jetzt gerade in Pandemiezeiten schwierig, aber sonst kann ich den einfach einladen. Plus Remote Education, vielleicht haben unsere Kids dann so kleine Lernbegleiter. Die kennen unsere Kids und unterstützen die auf ihrer Lernreise. Das heißt, sie wissen genau, an welcher Stelle sie sind, geben die richtigen Kursinhalte, begleiten unsere Kinder auf dem richtigen Weg und ist wie so eine Alexa, die auf dem Tisch steht, aber eben personalisiert für unser Kind. Hier, der heißt Alpha Mini aus China, den Sie gerade sehen, aus Hongkong von Hanson Robotics. Den treffen wir bald. Übrigens in Salzburg im Juni können Sie den treffen, die große Version davon. Also wunderbar. Nächstes großes Thema, Augmented Human. Wir merken schon, wir Menschen entwickeln uns auch weiter mit diesen ganzen Brillen und ob man es will oder nicht, die Technisierung schreitet voran. Daten sind nicht mehr nur um uns rum, die Technologien, sondern auch plötzlich an uns dran und in uns drin. Ja, wie wir hier sehen, zum Beispiel Menschen, die ein Bein verlieren, plötzlich wieder klettern können. Implantate, Prothesen, künstliche Organe, das ist alles möglich. Und bringt natürlich Riesenvorteile in der Lebensqualität. Das heißt, wir graden uns ab. Hier sieht man schon kleine Beispiele. Ein Freund von mir, der implantiert so kleine Chips. Damit kann ich dann im Büro Kaffeemaschine bedienen, Kopierer bedienen, Türen öffnen. Oder ich benutze das für Visitenkartenaustausch, kann man einfach so meine Hand scannen mit dem Handy und dann macht es Ping. Weil ich habe das hier drin, das tut nicht weh, das kann man sich einfach ganz günstig an der Stelle einfach implantieren. Und dann kriege ich die Visitenkarte direkt auf mein Handy. Wenn man diese Evolution sieht, von früher hatten wir so Off-Body-Devices, Fernseher, iPad, Handy. Jetzt haben wir On-Body-Devices, das heißt, legen das Device fast gar nicht mehr aus der Hand, haben vielleicht smarte Uhren wie Wearables, gehen hin zu In-Body-Devices. Das heißt, die Geräte kommen immer kleiner, immer näher an uns ran und in uns rein und sind natürlich auch immer personalisierter, wie hier die Vision von Elon Musk. Firma heißt Neuralink und das sind kleine
Neurochips, die im Gehirn implantiert werden, wurde schon gemacht mit Affen im Versuchslabor, wo der Affe dann wirklich Sachen steuern konnte, komplett als Brain-Computer-Interface. Ich habe es auch schon gemacht, übrigens in Linz auf der Ars Electronica hatte ich so eine Kappe auf, die haben meine Gehirnströme gemessen und dann konnte ich dieses Pong-Spiel spielen und E-Mails schreiben, nur mit meinen Gedanken. Also warum haben wir heute noch diese komischen Tastaturen aus dem 19. Jahrhundert, Tastatur-Layout, Schreibmaschinen-Layout, wenn wir in Zukunft alles mit Sprache und mit unseren Gedanken machen können? Und es geht ja nicht nur darum, die Information auszulesen, sondern sie auch reinzugeben. Das heißt, ich kann einfach ein Brain-Upload machen. Das heißt, ich kann mein Gehirn vielleicht uploaden in die Cloud oder zum Teil Daten davon. Oder ich kann auch Wissen downloaden und kann einfach sagen, okay, dieses Wissenspaket, das möchte ich jetzt downloaden. Und das ist natürlich eine ganz neue Art von Learning, wo man denkt, wuh, Science Fiction. Aber schaut euch mal Neuralink an, ist gar nicht so weit weg, vielleicht noch 10 Jahre. Und die Technologie macht rasante Fortschritte, wie man hier sieht, an der Johns Hopkins University übrigens. Also, wir haben einen Querschnittsgelähmten und dieser Querschnittsgelähmte kriegt bald Prothesen, die muss er aber erstmal trainieren. Dafür hat er ein paar Brain-Sensoren bekommen. Und über diese Brain-Sensoren trainiert er seine Prothesen in der virtuellen Realität. Um dann, wenn das Training erfolgreich gelaufen ist, die auf seine echten Prothesen zu übertragen. Und dann kann er seine echten Prothesen trainieren. Und wenn das gut klappt, dann kriegt er sie an den Körper. Augmented Human heißt auch, dass wir vielleicht gar nicht mehr als real physische Person, sondern als Avatare existieren. Also wer sagt Ihnen denn, dass ich jetzt in diesem Moment hier live stehe? Vielleicht bin ich ja nur ein 3D-gerenderter Avatar in Zukunft, der mit meiner Stimme einfach Daten vorliest und weiß, wer ist die Zielgruppe dort, welche Themen interessiert ihn und in Echtzeit Trendinformationen, Trendvorträge hält. Hier sehen wir zum Beispiel mal Wombo AI. Das ist aus einem Foto generierte Videobilder. Man braucht nur ein Foto und kann Menschen animieren. Okay. Sieht jetzt noch ein bisschen gemacht aus, aber wir wissen alle, so 2-3 Jahre, dann wird das wahrscheinlich ziemlich flüssig. In 5 Jahren wird das wahrscheinlich jeder nutzen und in 10 Jahren kann man es gar nicht mehr von der Realität unterscheiden. Und da kommt eben der entscheidende Punkt, in 10 Jahren könnte ich hier als Echtzeit gerenderter Avatar stehen und Sie würden den Unterschied zum echten Nils gar nicht mehr machen. Also fragen Sie sich mal, ist der jetzt echt oder ist der nur virtuell? Ah, das ist auch das nächste große Trend, Virtualisierung. Wir werden immer mehr in diesem Metaversum leben. Das heißt, wir haben parallele virtuelle Universen, die wir ansteuern. Und in diesen Universen machen wir Entertainment, machen wir Education, machen wir Sports, machen wir Meetings und können quasi wie digitale Räume, so wie Websites, die Sie heute ansteuern, zu verschiedenen Themen. Ah, das ist mein Netflix-Entertainment. Ach, das ist mein Gmail-Communication. Können Sie einfach diese virtuellen Räume ansteuern und zum Beispiel Meetings zu machen. Das ist jetzt unser Meeting in Japan. You can see exactly what I'm seeing. Wieder Brille auf. Let's get started. First, let me introduce you to Mini-Me. There she is, my perfect holograph. And thanks to the power of HoloLens 2, she just floats right with me. I'm literally holding my hologram, so natural. Now she's a little small to do a keynote. So let's get her up, see what she can do, full-size Japanese keynote. Render keynote. Und jetzt schickt sie ihren Avatar in das Meeting nach Tokio. Mit Echtzeitübersetzung in ihrer eigenen Stimme spricht sie Japanisch. Wir haben die neuesten Virtual-Reality-Technologien
実在の人物をホログラムとして見たことがあるかもしれませんが、私が実際に日本語を話しているのか。Können wir seine eigene Stimme japanisch sprechen? Wenn Sie jetzt denken, ah, es gibt ja nur im Microsoft Labor. Nee, nee, ich mache das regelmäßig und ist alles Technologien, die alle heute schon da sind. Echtzeitübersetzung, Stimmensynchronisation und Augmented Reality Meetings. Alles schon da, kann man alles heute schon machen. Wir warten nur darauf, dass es massenmarktmäßig zum Einsatz kommt. Und ja, wenn man sagt, oh, man kann da nichts fühlen, ist ja auch, Gefühle sind so wichtig. Ah, Tesla Suite. Tesla Suit is a human-to-digital interface, the only of its kind, designed to simulate experience and accelerate mastery in the physical world. Ja, jetzt bin ich wieder im Training in der Fabrikhalle und kriege direkt das taktile Feedback. Wie fühlt sich das an, diese Arbeit zu machen, Sportler zu sein? Wenn wir das jetzt mal verbinden mit dem, was heute schon passiert mit unseren Kids in Fortnite, und das ist übrigens nicht Kids, sondern das ist eine Hilfsorganisation, die ihre Mitarbeiter in Fortnite trainiert. Das heißt, die können trainieren, echte Situation, ohne am echten Einsatzort zu sein. Das ist natürlich gigantisch ein Vorteil, dass man wirklich ein Real-World-Training hat, hier aus Genf. Also, diesen Sachen öffnen und gucken, okay, was sind die Medien, die auch genutzt werden, zum Beispiel von der Generation, mit der wir arbeiten wollen. Ich denke immer, Minecraft hat so ein Riesenpotenzial für die Bildung. Man kann so Micro-Games in Minecraft machen und sagen, hier haben wir Mathe, Games, die von verschiedenen Lehrern zur Verfügung gestellt werden, wo es einfach geht, oh, hol mir 3 Fische und 6 von den Lachsen, wie viele Fische insgesamt sollen es sein? Also kleine Games, die auf die Altersgruppe zugeschnitten den richtigen Lernerfolg bringen und dann immer so ein Level weiterkommen. Hier ist zum Beispiel ein Pandemie-Simulator in Minecraft. Ich glaube, es wäre unglaublich erfolgreich, wenn man Micro-Education-Games in Minecraft anbietet. Also meine Kids werden da gar nicht mehr rauszuholen, weil die dann ins nächste Level kommen, wenn sie die Education-Punkte gesammelt haben, sich mit ihren Klassenkameraden treffen können, zeigen können, was sie alles geschafft haben. Und wenn da die Bildung einfach integriert wird, ist kein Problem, einfach mit Microsoft sprechen, ist alles Open Source, man hat APIs, mit denen man reingehen kann. Und man kann seine Lerninhalte dann nicht nur seinen 20 Schülern oder 30 Schülern zur Verfügung stellen, sondern einer Zielgruppe von Hunderten von Millionen Schülern, die dann weltweit darauf zugreifen können. Das ist eben auch dieses Skalierbare. Virtualisierung heißt auch, dass wir immer mehr mit künstlichen Intelligenzen zusammenarbeiten. Wie hier war ich in Singapur an der Nanyang University und das war an der Universität die Rezeptionsdame. Erster Schritt zu virtualisieren und KITisieren, die wusste alles. Was gibt's heute im Restaurant? Wo ist mein Klassenzimmer? Wo finde ich welchen Professor? Are you a dummy? No, I'm smart and autonomous. Are you intelligent? What if I said I can answer 99,824 types of questions? Enormous. You are very clever. Ja, also die Zukunft kommt dort, wo wir sie vielleicht manchmal gar nicht so richtig erwarten. Plötzlich ist an der Rezeption, sitzt da so eine künstliche Intelligenz und begrüßt die Menschen und wir sagen, das ist so ein Zusammenspiel von humanoiden Robotern, künstlicher Intelligenz, Neuroscience auch. Und das ist der nächste große Trend, wir nennen das Bang. Bionic, Artificial Intelligence, N wie Neuroscience und G wie Genetics. Und das ist diese Intersections, wo ich sage, die Zukunft kommt vielleicht, dass unsere Kids Lebewesen kreieren, die von der echten Natur gelernt haben und aber robotisierte Lebewesen sind. Oder KI-Algorithmen designen, die Verfahren aus der Natur übertragen, wo wir zum Beispiel Genetik nutzen können, um Lebewesen zu programmieren. Das heißt, wir haben eine komplette Symbiose zwischen Technologie und Biologie.
Und das ist das nächste große Spannungsfeld und ich glaube auch der nächste große Berufszweig. Früher bei mir übrigens war es Times, können Sie sich noch erinnern, Telekommunikation, Internet, Medien, Entertainment, ne? Time. Das war so das große Studienfach. Da sollten auch die Mädchen drauf und MINT, ne? Mathe, Ingenieurwissenschaft, Natur und Technik. Ja? Heute ist es Bang. Bang ist die Intersection von diesen vier Fachbereichen und wir sollten sehen, dass wir genug Skills da haben, weil natürlich andere Länder wie China, USA auch, Israel massiv auf diesen Feldern voranschreiten. Wir aber auch in Deutschland, Österreich, Schweiz gute Ausgangsvoraussetzungen haben, um hier richtig gut mitzuspielen. Mal einige Beispiele aus dieser spannenden Domäne. Prothesen von der Firma Festo müssen in Zukunft nicht mehr hart sein, sondern können auch weich sein und müssen nicht jedes Mal geprototyped werden als Modell, sondern können digital simuliert werden im Digital Twin, also digitaler Zwilling, um zu gucken, was ist die ideale Prothese für mich, wenn ich meine Hand verliere. Und diese ideale Prothese wird erstmal digital simuliert, bevor sie dann physisch gefertigt wird. Wie wir eben gesehen haben von der Johns Hopkins Universität, wo ich erstmal in Virtual Reality alles trainiere und da kann ich natürlich schon mal schauen, okay, was ist dann die beste Prothese für mich, weil so eine Hand, wie Sie wissen, ist ja unglaublich komplex und wahrscheinlich ist das erste Ding, was ich baue für den User, nicht optimal personalisiert, aber deswegen kann ich das hundertfach digital als digitaler Zwilling simulieren. Also das ist die Intersection of Bionic und AI, ne? Bionik, von der Natur gelernt, und künstliche Intelligenz. Genau wie hier. Wenn ich Maschinen repariere, brauche ich vielleicht niemanden wie hier bei Rolls-Royce, der die Turbine aufschraubt und super teuer ist, am Flughafen eine Turbine aufzuschrauben, sondern ich kann einfach eine Roboter-Injection machen und kann kleine Roboter im Schwarm diese Aufgaben übernehmen lassen. Und das sind die Aufgaben, die unsere Kids in Zukunft machen. Wie programmiere ich Schwarmroboter, die sich verhalten wie in der Natur? Ja, oder Organversagen. Das heißt, ich habe vielleicht, brauche eine neue Leber, neue Niere oder sogar ein neues Herz. Science has found a way and it starts with an MRI. The heart is scanned and doctors take a blood sample from the patient. The blood cells from the sample are re-engineered, causing them to convert to unspecialized cells. Because cells in the body have the same number of genes and the same composition. Wir haben mittlerweile die Möglichkeit, Mausherzen in 3D zu drucken. These cells are converted again to heart cells. The heart cells are mixed with nutrients and growth material to keep them alive throughout the process. And we now have our bioink for the printer. The bioink is loaded into a 3D bioprinter. Das heißt, ich mache mit einem 3D-Drucker drucke ich mit lebenden Zellen. Und ich kann sogar lebende Zellen nehmen, um Roboter zu bauen. Das ist hier in den USA an der University of Furman gelungen. Xenobots heißt es, ganz neue Lebensformen, weil es irgendwie nicht Natur ist, obwohl es aus lebenden Zellen. Also es ist Natur und Technik, das heißt, es sind Roboter aus lebenden Zellen. Die können Aufgaben im Körper übernehmen. Können Medikamente transportieren, können biologisch abgebaut werden, sind also auch komplett nachhaltig. Und ich kann sie eben programmieren, nach meinen Bedürfnissen. Und ich kann KI natürlich auch sehr gut mit Neuroscience verbunden in der Bildung nutzen. Wie hier zum Beispiel, das kennen Sie sicherlich, das Blob Orchestra von Google, ja? Also unsere Kids werden immer mehr lernen, mit KI zusammenzuarbeiten. Und das nennen wir als nächster großer Trend Artificial Coworking. Also Coworking mit der Artificial Intelligence. Da treffen wir plötzlich so einen AI-Teacher, der sieht aus wie so ein echter Teacher, aber auf dem Screen oder in der Holographie. Das sind Digital Humans. Die sehen genau aus wie Humans, sind aber komplett in Echtzeit generierte Avatare mit Emotionen, Feedback, Datenbankzugriff, kann die Stimme konfigurieren, kann ihr Wissen, sind real-time responsive, da arbeiten momentan alle, hier Samsung aus South Korea, alle arbeiten an Digital Humans,
Unreal, kennen Sie vielleicht, Gaming Engine, Riesenplayer dort. Ja, und kann auch gute Jobs machen, wie hier zum Beispiel in Neuseeland, Covid-Consulting. Also da ist keine Hotline mehr verstopft, sondern es sind einfach Avatare, die 90% der Fragen beantworten können. Whilst I know all the reports of a new disease may sound worrying, there is good news. There are simple steps you can take to protect you and your family. Das heißt, ich habe so eine Videokonferenz mit einem Avatar und kann denen alles Mögliche über Covid fragen in Neuseeland. Also, wie schütze ich meine Familie? Wo beantrage ich das und das Fördergeld? Wo bekomme ich das und das Formular? Wo normal tausende von Menschen auf der anderen Leitung sitzen? Wo kann ich hier einen Impftermin machen? Geht alles mit so einem real-time gerenderten Avatar. Ja, und diese Roboter und KIs können einfach Avatare sein, können aber auch physische Roboter sein. Wie hier der kleine Kollege, den gibt es natürlich auch als großen Kollegen nochmal. Hier serviert der zum Beispiel im Restaurant. Auch guter Pandemie-Fit. Rennen nicht so viele Leute im Restaurant rum, sondern der Roboter serviert, kassiert. Man kann ihn auch streicheln. Pudutech aus China. Und bringt das alte Geschirr wieder weg. Hier im Krankenhaus haben wir auch Cruiser-Robots, misst Fieber, infiziert Räume mit UV-Licht, arbeitet am Flughafen, erkennt Gesichter, begleitet Passanten zum richtigen Gate, führt sie auch nochmal kurz durch die Shopping-Mall oder macht hier Museumsrundgänge. Alles möglich mit Robotik. Ist natürlich viele Anwendungen im Konsumentenbereich, wie man häufig sieht. Noch mehr Anwendungen werden in Zukunft entstehen in der Industrie, weil da die Wertschöpfung einfach nochmal größer sind. Hier zum Beispiel Wartung von Industrieanlagen, vielleicht auch in Räumen, wo Menschen gar nicht reingehen. Wir wissen, in Fukushima sind viele Roboter im Einsatz, die in gefährliche Bereiche reingehen. Den können Sie schon bestellen übrigens von Boston Dynamics, der heißt Spot. Kostet so $50,000, aber kann auch viel Wertschöpfung bringen, weil er halt einfach echt Jobs übernimmt. Observation zum Beispiel. Ja, man kriegt manchmal fast ein bisschen Angst, wenn man denkt, oh, die nehmen uns jetzt die ganzen Jobs weg. Aber ich glaube, in den nächsten 10 Jahren geht es eher darum, dass wir uns gegenseitig ergänzen. Wie wir hier sehen, Mensch, Human Skills und AI Skills sind sehr komplementär. Menschliche Skills sind so komplexe Probleme lösen, Imagination, Inspiration, Creativity, Leadership, Verhandlungen vielleicht, also Negotiation, emotionale Intelligenz. Das ist das, was wir als Menschen sehr gut können. Und was die KIs gut können, ist Predictive Analytics, also mit großen Datenmengen Vorhersagen machen, also riesige Datenmengen in Echtzeit auswerten. Behavior and Sentiment Analytics, also Stimmungsanalyse, Verhaltensanalyse, Fraud Detection, also Cybercrime zum Beispiel, Missbrauch von Kreditkarten, Daten identifizieren, Customer Service Chat haben wir viel darüber gesprochen, geht es wirklich darum zu gucken, okay, Callcenter zu automatisieren, Financial Trading sind natürlich im Realtime Bidding, sind schon viele KIs unterwegs, Spracherkennung, Echtzeitübersetzung haben wir eben gesehen, Objekterkennung, Objektklassifizierung, das kann KI. Und wenn man jetzt diese beiden Skillsets, Mensch in Blau und Maschine in Gelb, vergleicht, sieht man, oh, wir sind gar nicht im Wettbewerb. Wir ergänzen uns komplementär. Ja, der Mensch kann Sachen, die kann die Maschine nicht. Und die Maschine kann Sachen besser, die kann der Mensch vielleicht nicht so gut oder langsamer. Und dadurch kommt diese Ergänzung. Insofern müssen wir das mal als komplementär sehen und auch sagen, in der Zeit, wo KI immer wichtiger wird, müssen wir uns immer stärker auf unsere menschlichen Fähigkeiten, also wie inspiriere ich Menschen, wie führe ich Menschen, wie verhandle ich, wie mache ich Imagination, also Leadership zum Beispiel, ist ja auch Menschen in die Zukunft führen. Und das kann eben ein Mensch gut und eine Maschine nicht. Und das müssen wir natürlich unseren Kids, unseren Studenten, in Weiterbildung müssen wir es den Menschen vermitteln, kreativ zu sein, inspirierend zu sein. Und das wollte ich Ihnen eigentlich nochmal mitgeben, dass wir erstmal nicht davon ausgehen, dass diese menschlichen Fähigkeiten in naher Zukunft durch KI ersetzt werden. Aber die KI uns gut, ich sag mal auch Routine-Sachen, muss eben keiner mehr an der Kasse sitzen und
Sachen einscannen, das ist eben Object Image Classification, ne? Wie viel Gemüse ist das? Und muss keiner mehr im Callcenter sein, sondern wir haben jetzt mehr Zeit, uns auf diese blauen Dinge zu fokussieren. Bloß wie kriegt man jetzt diese ganzen Trends übertragen in sein ja, Unternehmen, Behörde, Bildungseinrichtung? Wie kriegt man dann diesen Future Mindset? Weil oft geht es ja wirklich darum, die Leute so ranzuführen, dieser Sprung ins kalte Wasser, lass uns doch mal eine Klasse, wie wir ganz am Anfang gesehen haben, in Virtual Reality und die Kinder sehen den Burj Khalifa, den höchsten Turm in Dubai, lass uns das doch mal machen, wie kriegen wir das denn hin? Auch manchmal an Regularien vorbei, an anderen Behörden vorbei, einfach mal sagen, just do it. Und da gibt es halt so ein paar Skills, also think big ist wichtig, ne? Try and error ganz unten, einfach versuchen, einfach mal ausprobieren, auch wenn es fehlerhaft ist, wir machen es einfach mal, Innovation Excellence. Und es geht jetzt auch gar nicht darum zu sagen, jetzt haben wir wichtigere Sachen zu tun, wo wir jetzt Pandemie haben. Gerade das ist so eine Zeit, wo man auch Sachen ausprobieren kann, Versuche machen kann, Innovation auch lernen kann durch einen schnellen Fortschritt. Und darum geht es eben, diese Zeit auch zu nutzen und natürlich auch zu gucken, was kommt dann danach? Ah, wir werden weiterhin remote lernen. Wie können wir das Beste draus machen für unsere Bildungseinrichtung? Und diese Learnings jetzt zu ziehen und die auch zu übertragen, damit man sich mal überlegt, okay, die Kids in Zukunft werden wahrscheinlich ganz anders leben und ganz anders lernen als wir, weil das ist genau dieses Think Big, dass wir sagen, oh, unsere Urgroßeltern sind hier noch auf dem Feld aufgewachsen, hatten einen Arbeitstag von 16 Stunden, war echt hart. Deswegen mag ich es auch immer nicht, wenn Leute sagen, oh, heute ist alles so hart. Nee, ist es nicht. Damals war es hart. 99% aller Europäer oder 97, glaube ich, um korrekt zu sein, haben in der Landwirtschaft gearbeitet. Und zwar, das war hart. 16 Stunden mit der Hake auf der Landwirtschaft. Danach war es auch hart. Industrielle Revolution, also unsere Urgroßeltern vielleicht vor 80 Jahren. 12-Stunden-Tag im Kohlebergbau. Dampfmaschine, das war auch eine richtig harte Zeit, also das war körperliche Arbeit, aber wirklich, und heute sitzen wir hier, haben natürlich auch eine schwierige Zeit, müssen viel Leistung bringen, aber haben auch viele kognitive Dinge, die wir einbringen können, können uns selber verwirklichen. Ich bin immer froh, dass ich in dieser Gegend aufgewachsen bin, wo ich so viel erreichen konnte, wo der Staat mir so viel ermöglicht hat, der Frieden so viel gebracht hat. Also wir leben auch in einer sehr guten Zeit und wenn wir uns richtig anstellen, unsere Kids richtig enablen, dann werden unsere Kids in einer noch besseren Zeit leben, wo es noch mehr Zeit auch gibt für Selbstverwirklichung, weil sie gar nicht mehr so viel arbeiten müssen im Jahr 2030. Natürlich, wie Sie hier sehen, Roboter, KI, Sustainable Energy, Neuroscience, Genetik, ganz viele Jobs machen wird, die wir heute noch menschlich machen, machen in Zukunft Maschinen und wir haben dann Zeit für echtes, lebenslanges Lernen, weil das vermisse ich noch so. Wo sind denn die Bildungsangebote für die 40-Jährigen, 50-Jährigen? Nicht nur so Seminärchen, sondern ich möchte richtig nochmal weiterkommen. Und das ist eben die Bank Society, Bionic AI, Neuroscience, Genetik. Das wird unsere Zukunft prägen. Großes Thema, think big. Also lass uns groß denken und gucken, okay, wo sind wir jetzt auf dem Reifegrad der Innovation? Sind wir echt schon so exzellent, innovativ oder sind wir eher so ganz vorne noch im Beginner-Level? Lass uns mal selber einordnen und überlegen, was brauchen wir eigentlich als Bildungsinstitution zum Beispiel, um auf den nächsten evolutionären Schritt zu kommen. Und dann natürlich, es muss alles Spaß machen und jeder macht Fehler. Versuch und Irrtum macht klug, das wissen wir alle. Das heißt, selbst die besten Robotikforscher, die wirklich gute Experimente machen, machen noch Fehler. Die besten Roboter-Designer kriegen nicht alles richtig hin, hier selbst aus den USA, von Boston Dynamics oder vom Fraunhofer-Institut. Manchmal klappt's, manchmal nicht. Manchmal läuft er, meistens stolpert er. Manchmal hat man nicht an die richtige Zielgruppe gedacht. Und die Zielgruppe versteht es einfach nicht. Wieder so eine App, falsches Interface. Oder wir machen Virtual Reality Training und werden so erschrocken, dass wir hier vom Stuhl fallen. Oder was wir immer machen mit den Kindern, machen wir so Roboterschule und dann kommt der Hund dazwischen. Oder bei uns zu Hause, wo wir sagen, hier machen wir so einen Catering-Robot. Manchmal klappt es, manchmal saut er die ganze Bude voll. Also es geht nicht, manchmal geht es auch schief, ja, und das ist auch okay. Das heißt, Innovation ist immer Versuch und Irrtum. Also seien Sie fair zu sich selber und zu Ihren Kollegen. Wenn mal was schief geht, einfach lachen und weitermachen. In diesem Sinne hat mich riesig gefreut, mit Ihnen heute hier zu sein. Es ging alles sehr schnell, aber ich bin im Chat noch da. Wir können ein bisschen Q&A machen. Sie können mir nachträglich schreiben und Sie sehen alles.
können Sie runterladen unter trendone.com/VWG. Also ganz einfach als PDF runterladen. Vielen, vielen Dank für die Einladung, sage ich jetzt schon mal. Und lassen Sie uns Kontakt bleiben. Hoffentlich bald mal wieder in echt in Österreich. Bye, bye. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, das war Nils Müller. Herzlichen Dank jetzt einmal an Herrn Müller für diesen unglaublich spannenden, interessanten Vortrag. Das war eine große Ladung an komplexen, interessanten Themen, die unser aller Zukunft beeinflussen werden. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, an Herrn Müller Fragen zu stellen, wenn er noch bei uns in der Leitung ist. Herr Müller, Sie sind noch bei uns. Sehr gut. Grüß Gott. Ich bin noch für Ihre Fragen hier. Sehr gut, perfekt. Herr Müller, vor kurzem, Sie haben den Hund von Boston Dynamics gezeigt und ich ersuche jetzt auch alle unsere Gäste, die noch jetzt online bei uns mit dabei sind, Sie können auch noch Fragen an Sie stellen, also meine sehr geehrten Damen und Herren, falls Sie Fragen haben, Sie können die jetzt direkt an Herrn Müller stellen, Sie können uns die auch jetzt schriftlich schicken. Eine Frage zuvor habe ich jetzt gleich zu Beginn. Von Boston Dynamics ist letzte Woche in Linz ein Hund Gassi geführt worden, also da ist der Rektor der Linzer Uni mit diesem Hund spazieren gegangen. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie ganz leise. Wir machen gerade ein bisschen lauter hier im Studio. Ja? Hören Sie mich jetzt besser? Ja, ich höre Sie ganz gut. Ja, Sie haben den Hund von Boston Dynamics gezeigt. Letzte Woche ist dieser Hund in Linz spazieren geführt worden an einer Leine. An den Gesichtern der Menschen hat man gezeigt, wie verhalten wir eigentlich diesen Robotern künstlicher Intelligenz gegenüberstehen. Was haben Sie hier für eine Antwort? Wie kann man vielleicht diese Schwelle senken, dass die Menschen einen leichteren, einen einfacheren Zugang zu diesen Robotern, zu künstlicher Intelligenz bekommen? Das ist immer bei neuer Technologie so. Können Sie sich noch erinnern, als die ersten Menschen ein Smartphone hatten? Das war so vor 1996, 1997 hatten die ersten Menschen ein Smartphone und standen draußen an der Bushaltestelle und haben telefoniert mit diesem Smartphone. Und das war natürlich überhaupt nicht okay. Und vielleicht können Sie sich noch erinnern, dass man da wirklich ausgelacht wurde erstmal und dann wurde man auch ein bisschen gedisst. Also erstmal hassen die Menschen das, dann lachen sie drüber und irgendwann lieben sie es und alle nutzen diese Technologie. Also das ist ein ganz normaler, nennt sich Consumer Adoption Zyklus, wo die Menschen sich an neue Technologien gewöhnen und natürlich auch die Technologie immer besser angepasst wird, damit sie sich immer nahtloser in die Umwelt integriert. Sie haben das auch erwähnt. Ist es auch möglich für Menschen, die jetzt vielleicht 50 Jahre alt sind, auf diesen Zug noch aufzuspringen, diese große Umstellung reibungslos mitzumachen? Das ist, denke ich mal, keine Altersfrage, sondern eher eine Mindset-Frage. Also es gibt durchaus ältere Menschen, die sehr, sehr offen natürlich für neue Technologien sind. Und das ist, denke ich mal, auch immer wichtig, dass man diese Offenheit hat, weil man muss natürlich mit allen Generationen in Kommunikation bleiben. Insofern sollte man sich auch, wenn man altersmäßig etwas fortgeschritten ist, immer diese Offenheit bewahren und durchaus auch ein bisschen experimentieren. Denken Sie nur an die Oma in der Corona-Zeit, die es dann doch geschafft hat, mit Skype und ihren Enkeln in Kontakt zu bleiben. Dankeschön. Wir haben jetzt eine Frage von der Frau Prechtl. Unsere Kinder werden viel weniger arbeiten, als wir es tun. Wir werden Zeit für lebenslanges Lernen haben. Wird es dann überhaupt noch genug Arbeit für alle geben? Beginnt hier die Diskussion um ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Es ist ja immer so, dass in der Geschichte der Menschheit neue Technologien gekommen sind, die neue Jobs geschaffen haben. Und das wird auch diesmal so sein, dass viele neue Jobs entstehen. Und deswegen ist es gerade aus meiner Sicht die wichtigste Zeit für die Bildung, sich auf diese neuen Jobs vorzubereiten und erstmal diese neuen Jobs versuchen zu antizipieren. Ich habe ja in meinem Vortrag versucht, das aufzuzeigen, in welche Dimension das geht. Sicherlich in Richtung künstliche Intelligenz, Robotik, Virtual Reality, aber auch sowas wie Gaming, ja? Und diese Jobs zu antizipieren und dann die Bildung in die richtige Richtung zu lenken. Weil wir haben natürlich eine riesige Nachfrage in Zukunft an Menschen,
die Games designen können, dreidimensionale Lernumgebungen gestalten können, mit künstlicher Intelligenz den Dialog schaffen und diese künstliche Intelligenz auch so zu entwickeln, dass sie vorteilhaft für die Menschen sind. Das heißt, es werden viele neue Jobs entstehen, auch wenn es jetzt ins Kognitive geht. Das ist ja das erste Mal in der Geschichte der Menschheit. Früher wurden uns ja immer nur die körperlichen Arbeiten abgenommen. Wir müssten also nicht mehr auf dem Feld, wie ich gezeigt habe, mit der Hake was machen. Das macht jetzt der Traktor oder der autonome Roboter. Und jetzt geht es ins Kognitive. Das heißt, künstliche Intelligenz nimmt uns immer mehr kognitive Arbeiten ab. Und gerade in diesem Umbruch befinden wir uns. Deswegen sage ich, das ist die spannendste Zeit in der Entwicklung der Education, der Bildung, die wir jemals hatten. Und da müssen wir uns wirklich proaktiv drauf einstellen. Neben mir ist jetzt die Präsidentin der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft. Sie hätte auch noch Fragen an Sie. Genau dieser Bereich der Skills Behind, die wir für die Zukunft so stark brauchen, ist es, der uns sehr intensiv beschäftigt. Herr Müller, was meinen Sie? Wo ist der Dreh- und Angelpunkt, den wir jetzt schon sehr leicht in unseren Unterrichtseinheiten, in unser Bildungssystem integrieren können? Was wir merken, dass Transdisziplinarität eine immer größere Rolle spielt. Es geht also darum, dass man Disziplinen zusammenführt und nicht mehr in Silos denkt, sondern es geht eben darum, Biologie und Robotik und Informatik zu verbinden oder Tanzen und Robotik oder Musik und künstliche Intelligenz. Das heißt, es geht immer darum, diese Schnittmengen zu finden. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, raus aus diesen Subject-Silos, sage ich immer, aus den Silos der Fächer, rein in eine transdisziplinäre Bildung, um eben dieses vernetzte Lernen aus verschiedenen Disziplinen zu ermöglichen, weil die Zukunft entsteht eben an diesen Schnittstellen zwischen Bioinformatik, Neuro, KI. Auch ganz viel wichtig ist natürlich Kunst, Musik, Crafting und diese Dinge zu verbinden und in den Unterricht zu integrieren und rauszukommen aus diesen Silos. Das kann man jetzt schon machen, möglichst viel Technik integrieren, ist natürlich ganz wichtig. Also es ist jetzt die Zeit der Technologie, das haben wir in der Corona-Pandemie natürlich gemerkt, das ist alles wird remote, wir haben neue Orte, wo wir lernen, wir haben neue Übertragungswege, wir haben neue Übertragungssysteme, wie wir interagieren und da sich proaktiv drauf einzustellen und nicht zu warten, bis das nächste kommt, sondern jetzt eigentlich immer einen Schritt weiter zu gehen. Vielen Dank. Jetzt sind wir in der Wirtschaft, Sie haben es angesprochen, Deutschland, Österreich. Wir sind ein Unternehmenskontinent sozusagen, der von ganz vielen Klein- und Mittelunternehmen gekennzeichnet ist, viele Familienbetriebe, die sich jetzt in dieser Remote-Environment natürlich ganz schnell umgestellt haben. Jetzt kommen die nächsten großen Schritte mit der Virtual Reality. Sie haben es so schön gezeigt. Was denken Sie, ist für diese Unternehmen das ganz wichtige, der ganz wichtige nächste Schritt? Wenn diese Unternehmen nicht eine eigene Forschungsabteilung haben, wo sie sich unmittelbar mit diesen Technologien auseinandersetzen können. Was ist das Wesentlichste, was Sie diesen Unternehmen als Tipp mitgeben? Also diese Forschungsabteilungen, da haben Sie schon recht, sind ein ganz wichtiger Faktor bei der Entwicklung von Innovationen. Es hat sich gezeigt, dass die Unternehmen, die große Forschungsabteilungen haben, grundsätzlich natürlich schneller innovieren können und sich auf neue Situationen besser anpassen können. Mein Tipp wäre, dass wirklich egal, welche Branche man ist, man immer eine, ich sag mal, R&D oder F&E und Innovationsabteilung pflegt und die muss auch einen gewissen Freiraum haben, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen, die vielleicht dieses Jahr noch keinen Umsatz bringen, aber den Umsatz in 2 bis 3 Jahren sichern. Also man braucht dieses Spielfeld, jetzt gar nicht so als Spiel, sondern wirklich zur systematischen Erschließung neuer Geschäftspotenziale. Und das sind eben 3 Schritte. Erstens, antizipieren, was kommt als nächstes für mein Geschäft? Da braucht man eigene Mitarbeiter. Zweitens, strategische Überlegungen, was bedeuten diese zukünftigen Entwicklungen auf mein Geschäft? Und drittens, dieses Ausprobieren. Dann machen wir es einfach mal. Also diese Labor-R&D-Situation, um das wirklich versuchen zu entwickeln oder sogar mit dem bestehenden System zu vernetzen oder was ganz Neues aufzubauen. Und das sollten auch KMUs, also kleine, mittlere Unternehmen, auf jeden Fall entwickeln, damit sie diese Innovationskraft haben. Weil, machen wir uns nichts vor, wir leben in einer Zeit, in der die Dynamik zunimmt,
in der die Technologie, die Geschäftsmodelle, die Gesellschaft, die Politik, alles entwickelt sich schneller und systemischer. Und deswegen braucht man auch mehr Ressourcen, um sich auf diese schneller werdende Geschäftsumwelt einzustellen. Dankeschön. Also wir hätten noch zwei Fragen von Teilnehmern. Zum einen macht sich die Frau Arzt Gauberts Gedanken um den Staat und das politische System. Kann ein Staat mithalten mit Steuerrecht, Arbeitsrecht, Bildungssystemen und Löhnen bei so einer schnellen Veränderung? Das politische System wird wahrscheinlich die nächste große Revolution erfahren in dieser Dekade. Und zwar werden wir auch dort große Innovationen erleben, die das politische System auf eine neue Ebene heben. Ich sage nur das Thema Blockchain, um eben Mitbestimmung zu ermöglichen. Wir sehen das ja schon in der Schweiz, da kann jeder Bürger über Bürgerentscheide mitbestimmen. Das gibt es natürlich zum Teil auch in Deutschland, in Österreich. Aber das technologiebasiert zu machen, das heißt, das ganze Government-System geht auf die nächste Evolutionsstufe, wird technischer, systemischer und distributed. Das heißt, jeder kann an irgendeiner Stelle mitarbeiten und als Experte mitwirken. Und das werden wir wahrscheinlich in dieser Dekade erleben, dass das politische und regulatorische System sich auf die nächste Evolutionsstufe bewegt. Und dann, eben wegen dieser Geschwindigkeit, und dann kann es auch dieser Geschwindigkeit standhalten. Ansonsten wird es implodieren. Es ist nicht mehr zeitgemäß. Es ist einfach zu langsam. Ne? Ich hätte noch eine Frage vom Herrn Fentz. Es geht um die Risiken der Vernetzung, zum Beispiel missbräuchliche Verwendung oder Entwendung beziehungsweise digitale Erpressung. Ich glaube, er meint damit, wenn zum Beispiel Identitäten gestohlen werden. Genau, es ist ja immer, dass Technologie für das Gute und für das Böse eingesetzt werden kann. Es ist auch häufig, dass Menschen am Anfang einer neuen Technologie natürlich Befürchtungen haben und das ist auch gut so. Und wir als Standort in Deutschland, Österreich, Schweiz müssen unseren Standortvorteil der sicheren Technologien ausspielen, weil wir entwickeln sichere Technologien, die Privatsphäre schützen. Beispiel: in Deutschland haben wir die DSGVO entwickelt, also die Datenschutzgrundverantwortung, vor 5 bis 10 Jahren. Und das war natürlich am Anfang ein Riesenhemmnis und alle haben gesagt, das macht das alles noch bürokratischer. Mittlerweile muss ich sagen, ist es ein Standortvorteil, wo auch internationale Konzerne, die in Deutschland Geschäft machen wollen, sich dieser Regelung unterwerfen müssen. Und wir sind da quasi Vorreiter weltweit für den Schutz der persönlichen Daten. Das heißt, die Rolle von Deutschland, Österreich, Schweiz ist es, sichere Systeme ohne Betrug, wo die Privatsphäre geschützt wird, die nicht gehackt werden können. Das ist unser Standort im Vergleich zu USA, ganz besonders zu China und auch zu Israel. Diese Karte müssen wir jetzt ausspielen. Insofern genau richtige Anmerkung. Aber es heißt nicht keine Technologie, sondern sichere Technologie entwickeln. Das wäre jetzt meine letzte Frage schon gewesen, die Sie beinahe beantwortet haben. Welche Rolle kann Österreich, kann Deutschland oder müssen wir hier spielen? Weil der internationale Kontext zeigt uns derzeit, dass uns anscheinend, Sie haben einige Beispiele gebracht, ich glaube, Sie waren fast ausschließlich aus Nordamerika. Wie können wir uns als Europa hier aufstellen? Das ist passiert ja auch schon. Wir haben ganz tolle Technologie-Hubs. Auch in Österreich, ich sage nur das Software Competence Center in Hagendorf, ich glaube in der Nähe von Linz. Also es gibt ganz tolle Forschungseinrichtungen. Natürlich auch in Deutschland mit dem Fraunhofer-Institut, mit dem Heinrich-Hertz-Institut, mit dem DFKI, dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Und ganz viel Grundlagenforschung für neue Technologie kommt auch aus Deutschland, Österreich, Schweiz. In der Schweiz natürlich auch mit der ETH, mit dem CERN. Ganz viel Nachhaltigkeitsinnovation kommen hierher, ganz viel künstliche Intelligenzinnovation. Und unser, was wir jetzt machen müssen, ist, das in die Anwendung zu bringen. Wir sind immer noch zu gut da drin, die Grundlagenforschung zu machen und den Rest dann der Welt zu verschenken. Stichwort MP3, das Beispiel kennt wahrscheinlich jeder. Wir erforschen den Rest der Welt, der monetarisiert ist. Sondern wir müssen sehen, dass wir die Grundlagenforschung in die Anwendung bringen. Und an dieser Schnittstelle müssen wir besser werden. Ansonsten laufen uns auch die Forscher weg. Es werden natürlich momentan massiv viele Forscher aus China und den USA mit besseren Gehältern, besseren Campus- und Research-Bedingungen abgeworben.
Wir müssen sehen, dass wir diese Forscher halten und den Schritt in die Anwendung machen. Also der Wissenschafts-Wirtschaftstransfer ist der entscheidende Faktor. Das sieht man auch an den USA. Die USA ist deswegen so erfolgreich mit Startups und neuen Geschäftsmodellen, weil der Wissenschafts-Wirtschaftstransfer so gut funktioniert. Das kann uns Hoffnung machen, auch in Österreich. Herr Müller, ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen heute, dass Sie uns entführt haben in eine, wie ich nehme, doch sehr angenehme Zukunft. Dankeschön für Ihren Input. Dankeschön. Auch und Grüße nach Österreich. Bis bald. Herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bedanke mich auch bei Ihnen noch einmal jetzt sehr herzlich fürs Dabeisein, Frau Präsidentin. Es war ein wirklich spannender, inspirierender Blick heute. Ja, absolut. Was ich besonders schön auch gefunden habe, ist dieser Moment, wo die ganze Welt zusammenkommen kann durch den Remote-Prozess, wo man sich an einem Ort treffen kann, der aber doch von allen Ländern bespielt wird. Das ist, begleitet uns ja jetzt schon und gibt einen wirklich sehr, sehr schönen Ausblick auch weiterhin. Ja, vielen Dank an alle, die dabei waren und dabei sind. Wir freuen uns, Sie beim nächsten Mal wieder an Bord dabei zu haben und Sie bekommen zeitgerecht unsere Einladung ausgespielt. Dankeschön. Herzlichen Dank. Dankeschön und auf Wiedersehen.